Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mafia 1 Remastered. Ja, das ist die Aufnahme direkt nach der Aufnahme, deswegen machen wir direkt weiter, Freunde. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Kapitel. Machen. Molotow-Fete, 1930. Das ist der Don, das sieht man. Don Salieri. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Ein richtiger Mafiosi, das sieht man einfach an. Und Tommy? Hm? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Ei. Okay. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Aber klar. Natürlich. Oder mach dir keinen Kopf. So, und dann nochmal ein Moin Moin, was geht ab? Herzlich willkommen. Hey. Du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Wir schauen jetzt mal erstmal in der Bar. Haben wir hier? Notiz lesen. Brief an Salieri. Don Salieri, ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und es wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass sie den Anlass ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Das ist der Neue. Na, fündig geworden? Ja, finde ich. Ich beobachte dich. Ja, entspann dich. Entspann dich. So, was haben wir hier? Familiengeschichte. Trophäe erhalten. Ein Sammelkarte. Da liegt noch was. Haben wir hier? Zeitung 23. September 1938. Haben wir nicht bei 1930? Oh. Überschluckt, sorry. Also Alkoholverkauf bleibt illegal. Ach, nicht bei 1930. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Komm. Ich bring dich zuerst zu Vinnie. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Okay. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es okay. Probleme gibt. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Was hat der gute Vincent für uns? Also, ich meine, die haben ja gar nicht. Buongiorno, Vincenzo. Buongiorno. Ciao, Pauli. Oh, die wird singen. Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Oh, da hab ich genau das Richtige. Mhm. Der Klassiker für sowas. Boah. Er hat Schwung in den Arm. Der weiß, wie das geht. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist,
sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Komm später zu mir. Eieieiei. Ja, gut, dann haben wir jetzt mal ein paar Mollys. Wir haben im Base Avenger noch richtig jetzt mitbekommen. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Okay, okay. Hat man einfach bei der Aufnahme gestört, das ist Wahnsinn. Hey, Schauberger! Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch! Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph, ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli, er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Natürlich, ja, gerne fahr ich. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum er uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Rolf kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Okay. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Ich mag kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Kein Problem, da krieg ich auch hin. Oh. Wir sind ja die Profi-Drifter, ne? Egal in welchem Auto, kriegen wir hin. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Jetzt? Läuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Okay. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. So, sind wir auch schon angekommen, ne? Dann werden wir jetzt mal guten Tag sagen, ja. Okay, wir sind fast da. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht.
Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Da gehen wir doch hin. Klar. Gehen wir mal auf seine, auf ganz kurz, da gehen wir entspannt hin. Falls die Kugeln fliegen. Aber ich frage mich ja, warum will er uns über unsere Zukunft sprechen? Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Ah, hier rüber. Oder? Kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenke den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Ja, aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt ans Bein gepisst. Ist vorsichtig. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Hey! Was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Du bist doch. Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Jetzt geht das von mir beauftragt. Dino? Zaire ist genauso. Gut gemacht. So, den verstecken wir jetzt erstmal. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. So, der kommt nach hier. Waffenrad. Oh ja. Patz, patz. Das passiert, wenn du mein Fahrzeug kaputt schlägst. Hey, weg von dem Wagen. Du bist so gut wie tot. Hey. Willst du unbedingt sterben? Hm? Bitte, ja, komm her. Patz. Oh. Los, Tom, schnell! Von denen gibt's noch mehr! Ja, entspann dich. Mit dem Molotow richtig ein. Warte! Kurz! Und noch einmal hier, einmal richtig. So. So. So, und dann. Jetzt könnt ihr beiden hier wischen, die Schweine. Ja, den hast du gut erwischt! Den ja auch! Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Wo ist ein Dinos Auto? Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, du aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse Bleib gemeldet. An, dann klauen wir es. Genau neben Morellos Erst Laden. Hier. Verhaftet nicht die falschen Leute. So haben wir es immer schon gemacht. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Lass sie nicht entkommen. Wir schießen. Kommt zurück, ihr Schweine. Scheiße. Da sind Bullen. Komm mal runter. Also, komm mal runter. Da gehen wir hin. Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. So. So. Ah, Freunde, ihr wisstet ja selber, was können wir gut? Richtig, Autofahren. Was können wir noch besser? Unter Druck Autofahren, das stimmt auch. Also sind wir auch perfekt. Wir sind perfekt für diesen Job gemacht. So, wir werden jetzt auch die Cops los, auf ganz entspannt. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Ab zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl aus dem Auto. Da waren 10 von 10 der Auto zu klauen. Da waren 10 von 10. Ja, schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Er redet schon, als wenn wir in der Familie sind. Dieses Leben. Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber hoffenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten.
Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Typ, ne? Folge Pauli. Na, schauen wir mal, was uns jetzt erwartet, ne? Was ist in unserer Zukunft? Also noch immer dabei? Natürlich bin ich dabei. Ja. Hey, Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gern. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen, also hör zu, hör gut zu. Wir sind einfach Mafiosi, ne? Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier. In diesem Raum haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber... missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Sehr gut. Willkommen in der Familie. Hast du gerade Familie gesagt? Es müsste wegen dieser hinten durchkommen. Durch die Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Willkommen. Danke, Frank. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Oh, ist das so? Die Tochter? So funktioniert diese Stadt. Kapitel abgeschlossen, Freunde. Rein ins nächste.